Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Box-Office-Tippspiel der Kalenderwoche 8. Ja, heute geht es um den Film Collide. Er geht 100 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Der Film ist schon in vielen Kinos angelaufen. Der ist schon letztes Jahr wie gesagt, in den meisten Kinos angelaufen. Jetzt läuft er in den USA an. Und der Regisseur ist Iran, sage ich jetzt einfach mal, Creevy. Er hat bisher einen Film gedreht, und zwar Enemies, Welcome to the Punch. Der Hauptdarsteller ist Nicholas Hoult, bekannt aus den letzten drei X-Men-Filmen, also X-Men Erste Entscheidung, X-Men Zukunft ist Vergangenheit und X-Men Apocalypse. So. Und bei Mad Max Fury Road hat er auch mitgespielt. Dann spielt noch mit die weibliche Hauptdarstellerin Felicity Jones. Hat man jetzt schon eigentlich ein paar Mal gehabt. Mitgespielt in Rogue One, A Star Wars Story oder in Inferno. Beides Filme, wo wir schon hatten im Box Office. Und Anthony Hopkins spielt auch noch mit. Hat bei den ersten zwei Torteilen mitgemacht und wird natürlich auch bei Tor 3 mitspielen. Und seine bekannteste Rolle ist natürlich das Schweigen der Lämmer, wo er Hannibal spielt. Ja, dann kommen wir mal zum Inhalt. Als ein Raub schief geht, ist Casey Stein auf der Flucht vor der gnadenlosen Bande von Gangsterboss Hagen. Also es dreht sich alles so wie in Deutschland. Dummerweise hat er wertvolle Fracht geladen, die Hagen gehört. Und er schreckt vor nicht zurück, um sie sich zu holen. Weil ihm keine andere Wahl bleibt, setzt Casey seinen ehemaligen Arbeitgeber, den Drogenschmuggler Geran, darauf an, seine Freundin Juliette zu beschützen, bevor Hagen sie in die Finger kriegt. Für ihn selbst startet eine adrenalingetränkte Verfolgungsjagd auf den deutschen Autobahnen, um die Liebe seines Lebens zu retten. Ja, also ich glaube, es ist ein solider Actionfilm, kann man sich mal anschauen, ne? Und Kopfkino aus, einfach nur ein bisschen Action. Mein Tipp ist, 5,8 Millionen Dollar wird der einspielen. Also ich denke jetzt nicht, dass der so viel einspielen wird, weil er ja auch schon, wie gesagt, in den anderen Kinos war und da hat er irgendwas über 2 Millionen eingenommen. Also ganz schlecht. Ja, ist halt ein B-Movie bestimmt. Obwohl, na, die Hauptdarsteller oder die Darsteller eigentlich recht gut sind. Nicholas Hoult, Felicity Jones und Anthony Hopkins. Naja. Ja, was tippt ihr? Ihr habt Zeit bis Donnerstag, 23.59 Uhr zu tippen. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr versteht alle, dass das dann halt nicht mehr getippt werden kann. Und seid einfach bitte nicht sauer, auch du Jens. Ich hoffe, du nimmst es nicht böse. Aber so sind nun mal die Regeln. Ich habe ja extra nochmal eine Erklärung gemacht. Ne? Also bitte. Nicht böse gemeint, aber auf Arbeit kannst du auch nicht zu spät kommen und sagen, ja, ich war feiern und komme heute mal ein bisschen später. Ne? Mal schauen, was der Chef dann sagt. Gut, dann soll es das gewesen sein. Also bis dahin, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.